Aufatmen bei Bahnkunden kurz vor den Ostertagen. Die Lokführergewerkschaft GDL und die Deutsche Bahn haben ihren monatelangen Tarifkampf beigelegt. Damit sind weitere Streiks durch die GDL bis Anfang 2026 abgewendet. Die Einigung sieht unter anderem eine schrittweise Absenkung der wöchentlichen Regelarbeitszeit von 38 auf 35 Stunden bis 2029 bei vollem Lohnausgleich vor. Die GDL hat gefordert eine 35-Stunden-Woche für alle bereits ab dem nächsten Jahr. Wir haben uns nun auf einen Arbeitszeitkorridor verständigt, der am Ende im Jahr 2029 von 35 bis 40 Stunden geht. Und das Wesentliche dabei ist, unsere Mitarbeitenden können sich entscheiden, welche Wochenstundenzahl am besten zu ihnen passt und können dann in diesem Korridor von 35 bis 40 Stunden das aussuchen, was am besten zu ihrem Umfeld und zu ihrer Lebenssituation passt. Die Tarifpartner einigten sich außerdem auf eine Inflationsausgleichsprämie sowie auf eine Lohnerhöhung um insgesamt 420 Euro pro Monat in zwei Schritten. GDL-Chef Klaus Wieselski spart dennoch nicht mit Kritik. Wie Sie wissen, ist der Tarifkonflikt der Runde 23/24 beigelegt. Die Auseinandersetzung mit der DB AG ist noch lange nicht zu Ende. Herr Seiler hat verkündet, dass er das Tarifergebnis in nur 18 Betrieben anwenden wird. Das bedeutet für Zehntausende Eisenbahnerinnen und Eisenbahner, dass sie die mit uns gemeinsam erkämpften Tarifverbesserungen nicht erhalten sollen. Das ist die Wirkung eines Tarifeinheitsgesetzes. Der Fahrgastverband Pro Bahn lobte die Einigung zwischen der Deutschen Bahn und der GDL, bemängelte allerdings, dass diese auch ohne so viele Streiks hätte erzielt werden können. Eine Einschätzung, die auch der GDL-Chef teilt. Wir haben es geschafft. Wir sind froh und glücklich darüber. Und ich darf mich an der Stelle auch bei allen Fahrgästen bedanken. Ob sie nun Verständnis oder Geduld hatten oder nicht. Ich darf mich bedanken. Und mich entschuldigen, wenn es nach uns gegangen wäre, wir hätten diesen Kompromiss viel eher erzielen können.